irgendwie fühle ich mich ein bisschen gerade obdachlos. Wir müssen nach Panama. Man weiß nicht, wozu alles gut ist und fühlt sich jetzt gut an. Hallo, liebe Grüße und pura Vida aus Costa Rica. Wir sind jetzt in der Stadt, in dem Dorf Samara. Seht, ich laufe hier gerade am Strand entlang und jetzt zu dem Campingplatz, auf dem wir stehen. Wir sind jetzt tatsächlich auch schon eine Woche hier und genießen einfach die Zeit für uns, für die Familie. Arbeiten, ich arbeite viel an meinem Breathwork-Projekt. Der Plan ist auf jeden Fall, hier jetzt noch ein bisschen zu stehen in Samara. Beim Meer. Beim Meer, ne? Genau. Wir wollen noch beim Meer stehen. Vor ein paar Tagen war ich dann tatsächlich mit dem Bus in der Werkstatt. So hat ja das letzte Video aufgehört. Das macht Getriebe. Okay, der Wagen so ruckelt so ein bisschen jetzt eben, irgendwie, als ich den zweiten Gang geschaltet habe. Hier sollte unser Bus sein und der kommt jetzt gleich auch zurück. Michel ist heute früh zur Werkstatt gefahren und er meinte, es hat ziemlich schnell was funktioniert oder beziehungsweise er kommt schneller als gedacht und finger crossed, dass es nicht so schlimm war und das ist alles repariert worden und irgendwie fühle ich mich ein bisschen gerade obdachlos. Ein paar Stunden jetzt irgendwie ohne Zuhause. Die Wäscheleine, Kind im Kindergarten. Ich habe schon gelesen und am Strand gewesen. Gucken, was mich hier gleich berichtet. Juhu! Juhu, das Auto fährt wieder. Und das Problem waren die Zündspulen. Genau, es wurde eine Zündspule ausgewechselt. Ist sogar hier, ne? Hier, das ist eine Zündspule anscheinend. Also vier Stück haben wir davon. Und die haben mir nahegelegt, dass ich die alle vier nochmal auswechseln soll, weil die haben da jetzt eine alte quasi eingebaut. Also eine gebrauchte. Aber ja, der Wagen läuft schon wieder richtig, richtig gut. Also eigentlich einwandfrei. Und deswegen, wenn wir dann weiterfahren, dann fahren wir nochmal zu einer anderen Werkstatt und kaufen da nochmal neue Zündspulen, weil die hatten sie halt nicht auf Lager. Und ja, richtig cool. Hat $75 gekostet und der Bus läuft wieder. Aber gut, erstmal bleiben wir noch ein bisschen hier. We'll be right back.
Heute mal wieder ein bisschen schlechtes Wetter hier in Costa Rica und ich dachte, es mal ein guter Moment, euch mal hier meine neue App zu zeigen. Und zwar die Spider-App. Habe ich mir gestern installiert, Handy runtergefallen. Nee, ich wollte das etwas schlechte Wetter dafür nutzen, ein bisschen Spanisch zu lernen. Wir sind hier in Costa Rica. Das ist gut, wenn man Spanisch spricht. Und mein Level ist mittlerweile eigentlich wirklich so, dass ich guten Smalltalk mit Leuten über verschiedene Themen halten kann. Und ich nutze seit vielen Jahren die App Rosetta Stone, wie einige ja von euch wahrscheinlich auch wissen. Und die App gefällt mir einfach mega, mega gut, weil man die Sprache wirklich so lernt, wie man auch als Kind eine Sprache lernt, nämlich einfach durch Sehen, Hören, Sprechen, Lesen der Wörter und das Ganze dann miteinander verknüpfen und wirklich immer nur in der Sprache zu lernen, die man wirklich lernen möchte, ohne halt das Ganze zu übersetzen, ohne Vokabellisten und so weiter. Das Ganze funktioniert auch bei komplexen grammatikalischen Konzepten, wie zum Beispiel bei der Vergangenheit, was ich gerade lerne. Yo era niño cuando vivía en Roma. Ich nutze die App mehrmals pro Woche und bin wirklich super happy mit der Lifetime Subscription, da ich damit wirklich für den Rest meines Lebens Zugang auf 24 Sprachen habe und entsprechend Sprachen lernen kann. Und aktuell gibt es mit unserem Link in der Videobeschreibung oder im ersten Kommentar noch einen exklusiven Rabatt von 50%. Klick dazu einfach unten in der Videobeschreibung auf den Link und schau dir das Angebot gerne mal an. Diviértete con tu estudio. Hast du genug Creme aufgetragen? Ich weiß nicht. Glaube mir, für den richtigen Surferlook braucht man mehr. Was hast du vor? Jo, ab geht's ins Wasser, eine Runde surfen. Du bist schon, weiß nicht, eine Woche oder was hier, der Surfspot direkt vor der Haustür und ich war noch kein einziges Mal surfen. Jetzt geht's ab. So, jetzt habe ich hier aber, glaube ich, viel zu viel Sonnencreme. Ist gut. Nacken, ja. Nacken habe ich schon. Ist auch noch was? Oder kann man das irgendwie aufschrauben? Wahrscheinlich kann man das aufschrauben. Und ich male. Und Kira ist im Kindergarten. Eine Idylle. Richten? Ja, sehr gut. Okay, wir haben hier den zweiten Einsatz von unserer neuen Kamerafrau Kira. Du machst das super, Kira. Richtig, richtig gut. Heute ist Sonntag. Unser neues Video wurde veröffentlicht, also letzte Woche quasi. Heute ist ja wieder Sonntag. Und ich gucke mir gerade hier einmal die Kommentare an. Und viele, viele Leute schreiben, dass halt die Affen waren, die unser Obst geklaut haben im letzten Video. Und ich glaube nicht, aber also das ist total witzig, weil super viele Leute das schreiben. Das Ding ist, die Tür war halt wirklich zu und hier gibt es halt nur diese kleinen Affen. Und also die Affen können nicht diese Tür hier aufmachen und dann da reingehen und das Obst fein säuberlich aus dieser Tasche holen, ohne dass da irgendwelche Spuren sind und danach die Tür so halbwegs wieder zumachen. Also, aber gut, wenn ihr trotzdem weiterhin im Affenlager seid, dann kommentiert bitte nochmal gerne wieder. Nein, doch, das waren definitiv die Affen. Wir müssen irgendwie eine Abstimmung machen, ob das die Affen waren. Olga, waren das die Affen? Ja. Wenn das die Affen waren, dann müssen so trainierte Affen sein, finde ich. Und dann die Affen darauf zu trainieren, dass die Obst klauen, weiß ich nicht, ob das sich lohnt. Okay, Kira, waren das die Affen? Ja. Tschüss, Kira. Viel Spaß. Viel Spaß. Danke. Ciao.
Okay, Olga und Kira machen einen kleinen Ausflug. Ich gehe gleich ran an den Laptop, arbeite ein bisschen. Wir sind nach wie vor in Samara, an diesem mega schönen Ort, direkt am Strand. Richtig, richtig gut. Wir sind jetzt tatsächlich seit 2 Wochen hier. Und ich denke, wir wären vielleicht eigentlich tatsächlich noch länger hier geblieben, wenn wir jetzt nicht vor ein paar Tagen auf einmal wirklich diese unerwartete Nachricht bekommen hätten. Und zwar war hier ein anderer Camper und der hat uns dann auf einmal so in einem Nebensatz irgendwie ganz zufällig erwähnt, dass wenn wir Costa Rica mit unserem Bus verlassen, der Bus 90 Tage aus Costa Rica raus sein muss, bevor wir mit dem Bus wieder nach Costa Rica einreisen dürfen. Also wir selber als Menschen, wir dürfen die ganze Zeit Visa-Runs machen, quasi 90 Tage in Costa Rica sein, für einen Tag nach Nicaragua oder Panama und dann wieder nach Costa Rica einreisen. Das machen ganz viele Leute hier. Die wohnen hier quasi, viele Leute, so, aber halt auf dem Touristenvisum, machen halt alle 3 Monate ihren Visa-Run. So, mit dem Bus ist das jetzt allerdings dann halt nicht möglich und nicht so einfach. Und die Sache ist halt die, dass meine Eltern uns im November hier in Costa Rica besuchen wollen. Die Flüge sind schon gebucht seit einem Monat oder sowas. Und unsere eigentliche Idee war halt hier 3 Monate in Costa Rica jetzt zu bleiben. Das habe ich ja im letzten Video auch am Anfang des Videos so schön angekündigt. Und jetzt können wir 90 Tage in Costa Rica bleiben, was wir, glaube ich, auch machen werden. Juhu! Jetzt müssen wir aber halt mit dem Bus für 90 Tage raus. Und das bedeutet, wir müssen nach Panama in ungefähr 2 Wochen, Anfang August, sodass wir dann September, Oktober, November, Anfang November wieder nach Costa Rica einreisen dürfen mit dem Bus, um dann halt wirklich meine Eltern hier treffen zu können. Tatsächlich wirklich ein bisschen unerwartet. Wir hatten uns wirklich darauf gefreut, jetzt schön ein bisschen entspannt Costa Rica wirklich an ein paar Orten wirklich länger zu bleiben. Gut, hier waren wir jetzt 2 Wochen, aber jetzt endet das halt doch so auf einmal überrumpelnderweise. Also wir hatten es eigentlich recherchiert, aber anscheinend irgendwie doch nicht gut genug mit dem Bus. Also es ist tatsächlich so. Wenn man das Land mit dem Bus verlässt, dann muss der Bus 90 Tage draußen bleiben. Und deswegen werden wir jetzt morgen weiterfahren, noch ungefähr, ich glaube, 2 Wochen hier in Costa Rica bleiben. Also schon noch ein bisschen Zeit. Aber dann nach Panama fahren, für 90 Tage in Panama bleiben und dann zurück nach Costa Rica kommen. Was dann auch noch jetzt dazwischen kam, oder was heißt dazwischen kam, also auch eine weitere freudige Überraschung, dass Olgas Mama auf einmal gesagt hat, hey, ich würde euch auch gerne mal wieder besuchen. Und das relativ spontan gesagt hat, dass das halt im August stattfinden soll. Also Olgas Mama kommt uns tatsächlich in 2,5, 3 Wochen ungefähr besuchen. Und das war dann auch zuerst halt eigentlich Costa Rica und dann haben wir das halt mitbekommen und dann haben wir das auch auf Panama jetzt verschoben. Und genau, jetzt kommt Olgas Mama nach Panama. Und da treffen wir sie in 3 Wochen und das wird auch mega cool. Sie ist einen ganzen Monat da, das wird richtig, richtig schön, da habe ich sehr viel Lust drauf. Also alles auf jeden Fall ein bisschen durcheinander und nicht so, wie wir es uns gedacht hatten, aber wie es ja eigentlich immer ist. Ne? Wie sollte es auch so sein, dass irgendwas so passiert, was man sich in seinem kleinen menschlichen Kopf, Gehirn so vorstellt. Und ja, ich würde sagen, so schlimm ist es auch nicht. Ich freue mich auf jeden Fall sehr jetzt auch auf Panama. Der Ort hier hat uns allerdings wirklich so gut gefallen, dass wir jetzt tatsächlich auch gesagt haben zu meinen Eltern, hey, der Ort hier, das ist ein guter Ort und hier können wir ein bisschen Zeit verbringen. Und jetzt haben wir tatsächlich hier auch ein Hotel gebucht für meine Eltern. Also wir kommen dann im November tatsächlich zurück nach Samara. Wir werden dann wahrscheinlich wieder hier auf diesem Campingplatz stehen. Einfach ein richtig, richtig cooler Ort. Sehr netten Groundkeeper hier, der liebe Eduardo, die hier immer sauber macht und sich um alles kümmert, was man so braucht. Ja, super, super gut. Und morgen geht's dann weiter. Schauen wir mal. Ich habe mir einen fetten neuen Arbeitstisch gebaut. Und zwar ist das Ganze so für meinen Laptop quasi gedacht, den ich hier oben dann reinstellen kann. Oh mein Gott, ist das geil.
hier, ich meine, Maus mit Tastatur. Tastatur kommt noch. Gibt's noch nicht, kommt bald. Und dann habe ich hier den richtig geilen, ergonomischen Arbeitsplatz quasi. So ist jetzt wirklich diese Kamera auf meiner Augenhöhe und der Computer, der Bildschirm wirklich perfekt ausgerichtet. Eine Armlänge weg. Hier richtig geil Platz. Kann hier richtig geil meine Notizen haben. Hier auch noch was hinlegen, wenn ich möchte. Boah, ich bin richtig, richtig begeistert. Hier habe ich das Ganze mit so einem Tischbein quasi noch verstärkt. Also ihr seht, das ist eine Tischplatte, die hier auf unserem ausfahrbaren Tisch liegt. Das ist also ein bisschen schwierig hier immer so zu zeigen in der Enge, aber dieser, oh, ist das geil. Dieser Arbeitsplatz ist einfach mega genial. Pass auf, ich baue das jetzt mal zusammen und dann seht ihr, wie das quasi aussieht, wenn ich es zusammenbaue. Dann kann ich das hier quasi mal so aufklappen. Hier sind solche Holzklötze, damit das Ganze steht. So ist es jetzt zusammengeklappt. Gut, die Klötze kommen einfach hier hin. Dann diese Holzplatte kommt auch einfach aufs Bett erstmal. Und das hier ist halt unser normaler Esstisch. Auf dem liegt das Ganze drauf mit diesem Tischbein. So, das kann man einfahren. Tischbein kommt auch erstmal aufs Bett. Mega geil. Hammer. Jetzt wird richtig durchgerockt hier. Ich mache gerade einen kleinen Ausflug mit Kira. Michael ist ein bisschen an seinem Projekt arbeiten. Und wir sind jetzt im Stadtzentrum und hier gibt es so einen Spielplatz. Ist auf jeden Fall nicht in jeder Stadt in Lateinamerika. Deswegen ist es echt, echt schön hier, dass es hier sogar zwei gibt. Aber wahrscheinlich, weil es hier touristisch ist. Ja, ein bisschen demoliert. Aber besser als nichts. Und Kira freut sich auf die Rutsche, die ist ganz gut. Und diese Schaufel mag sie auch ganz gerne. Nächste Station ist ein Waschsalon. Ist schon ein bisschen länger her, dass wir so einen Waschsalon hatten, wo man die Waschmaschinen hat und dann selbst die Sachen reinlädt, selbst die Seife reintut und dann die Münzen. Aber in Costa Rica ist das einfach teuer. In anderen Ländern waren wir es immer, haben wir es einfach abgegeben und danach saubere, gefaltete, getrocknete, gebügelte Wäsche zurückbekommen. Aber in Mexiko hat das so zwischen 70 bis 1 Euro pro Kilo gekostet. Hier sind die Preise echt, echt komplett anders. Hier kostet ein Kilo Wäsche, wenn man es machen lässt. Ein bisschen mehr sogar als 3 Euro kostet ein Kilo. Und wenn man ein kleines Kind hat, ja, man hat viel Wäsche. Deswegen, eine Waschmaschine kostet dann 3000 Colones. 3000 Colones sind dann 5 Euro. Aber in einer Waschmaschine passen bis zu 6 Kilo. Das ist dann schon viel, viel günstiger. Und jetzt machen wir noch eine kleine Rambutan-Pause. Tatsächlich letztes. Am Spielplatz. Am Spielplatz sind wir auch. Genau, ich glaube, die Rambutans haben wir letztes im Botanischen Garten in Honduras gegessen. Jetzt ist das hier auch wieder Saison. Schmecken echt gut. Gusta! Ist lecker. Gut, weiter geht's Richtung Panama, wie gestern gesagt. Und ein Bodyboard kaufen wir für Kira, genau. Ja, wie fühlt sich das für dich an, jetzt auf einmal doch Hals über Kopf mehr oder weniger Costa Rica zu verlassen? Ja, nach Panama zu fahren. Ja, als wir das erfahren haben, war das irgendwie, irgendwie alle so durcheinander und am gleichen Tag oder so davor schon die Flüge von meiner Mama nach Costa Rica geguckt, hat Michael auch erzählt und so. Zum Glück haben wir das noch nicht zu dem Zeitpunkt gebucht gehabt, sonst wäre es viel komplizierter. Aber ja, wir kommen nochmal zurück, wir kommen nochmal zurück. Es war echt schön und ja, manchmal ist es wirklich so, es kommt einfach anders als erwartet.
Und da muss man sich damit abfinden und einfach freuen, dass vielleicht oder man weiß nicht, wozu alles gut ist und es ist, fühlt sich jetzt gut an. Ich glaube, das ist cool. Ich glaube, also das ist immer so. Es kommt immer anders, als man denkt und man muss mit dem Flow gehen. Dauert das allerdings noch ein bisschen, bis wir in Panama ankommen, wenn es so weitergeht hier. Aber wir bleiben auch erst noch mal ein bisschen in Costa Rica. 2 Wochen werden es wahrscheinlich schon noch sein. Und jetzt Ziel für heute ist Montezuma, auch noch auf dieser Halbinsel, auf der wir die ganze Zeit sind, ganz im Süden. Ist auch möglicherweise noch ein Ort, wo wir dann mit meinen Eltern zusammen hinfahren werden, wenn die in 3 Monaten uns besuchen kommen. Danach geht es dann mit der Fähre rüber nach Punta Arenas, quasi aufs Festland, sag ich mal. Also wir sind ja auch auf dem Festland, aber auf dieser Halbinsel. Und dann an der Küste entlang bei den Pazifik runter einfach bis nach Panama. Das ist der Plan.